Dieser Aufruf Kinderrechte ins Grundgesetz ist eine tolle Sache. Warum? Wir wollen, dass Kinder mehr Rechte bekommen. Deswegen haben wir diesen Aufruf gestartet, wo auch viele Erwachsene unterschrieben haben, wie Peter Maffay, wie Heinz Hilgers vom Kinderschutzbund oder Marlene Ruprecht. Und wir haben da drin folgenden Satz. Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten. Sie haben Anspruch auf Beteiligung, auf Förderung und Schutz und damit auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Wir haben eben darüber gesprochen, was das Recht auf Beteiligung bedeutet. Einfach, dass ihr richtig mitreden könnt. Was bedeutet eigentlich das Recht auf besondere Förderung, vor allem individuelle Förderung? Das bedeutet, wir wünschen uns, dass alle Kinder ein Recht darauf haben, eine gute Schule zu besuchen, eine gute Kita zu besuchen, dass alle Kinder ein Recht darauf haben, gesund aufzuwachsen, sich gesund zu ernähren, an einem Mittagessen in der Kita oder in der Schule teilhaben können und dass alle Kinder Kulturangebote und vor allem Sportangebote wahrnehmen können. Und ihr wisst, dass das heutzutage nicht so ist. Oftmals hängt es davon ab, wie viel die Eltern im Geldbeutel haben. Es geht darum, die Stimmen von Kindern ernst zu nehmen, ihre Wünsche ernst zu nehmen, ihre Ängste vor allem ernst zu nehmen. Es geht darum, Kindern ein schönes Gefühl, ein schönes Lebensgefühl zu geben und dazu gehört Sicherheit. Und dann gibt es viele Erwachsene, die das ähnlich sehen, aber die nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass ein Regulativ sozusagen, ein Gesetz dafür existiert. Also erstens ist es ja so, dass kurzfristig, mittelfristig und langfristig gut ist, wenn die Kinderrechte im Grundgesetz stehen. Kurzfristig deswegen, weil auch dann die jetzt geltenden Gesetze, Bundes- und Landesgesetze, von den Gerichten und von den Verwaltungen verfassungsgemäß auszulegen sind. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass, wie kürzlich in Hamburg geschehen, noch Gerichte ein Urteil fällen, dass ein Kindergarten in einem Wohngebiet nichts zu suchen hat. Nicht dann stände ja dem Recht auf Eigentum das Recht der Kinder auf freie Entfaltung und auf Bildung entgegen. Und wenn man dann gerecht abwägt, kann man den Kindergarten da nicht verbieten. Und mittelfristig würde es viel Erfolg haben, weil das wäre ein Auftrag an den Bundestag, die Bundesregierung, an alle Landtage und Landesregierungen, die ganzen Gesetze zu überprüfen, ob sie denn mit den Grundrechten vereinbar sind. Und langfristig möchte ich sagen, wir haben 1919 die Gleichberechtigung der Frau zum ersten Mal in die Verfassung aufgenommen. Das ist heute noch nicht alles so, wie es sein soll mit der Gleichberechtigung. Aber es hat sich seitdem unglaublich viel getan. Und ich glaube, wenn wir jetzt endlich, 90 Jahre später, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen würden, dann treten wir einen gewaltigen Prozess los. Der Nachmittag hier hat gezeigt, die Kinder sind fit, die wissen, was los ist und sie brauchen ihre Rechte und wir brauchen Kinderrechte ins Grundgesetz. Und ich bin am Tag des Grundgesetzes, habe ich Geburtstag, jetzt nicht genau an dem ersten Jahrestag 49, aber an diesem Datum. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es einen zweiten Geburtstag gibt und zwar den Tag der Kinderrechte ins Grundgesetz. Und dafür muss der nächste Bundestag und die Bundesländer sorgen. Ich habe den Beschluss von meinem Bundesland in der Tasche. Wir werden zustimmen. Jetzt kommt es auf den neuen Bundestag an. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach, und das ist parteienunabhängig, wichtig, dass man den Kindern diese Plattform der Selbstentfaltung gibt und diesen Respekt Kindern gegenüber zeugt. Denn sie sind wirklich der Motor und sie sind die Lösung von morgen.